Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Baphomets Fluch 5. So, die Nico, die steht schon ganz wartend hier, weil ich kurz meine Switch laufen lassen habe. Und jetzt wartet sie und wartet sie. Aber keine Angst, Nico, wir spielen jetzt weiter. Wir wären gerade fast davor gewesen, dass der George den Code eingeben kann, aber er hatte ihn eh vergessen. Keine Angst, ich habe ihn aufgeschrieben, weil ich habe da schon öfter bei Point-and-Click-Adventures mitbekommen, dass man eigentlich immer alles aufschreiben sollte. Und jetzt sind wir hier mit der Nico, die ist wiedergekommen, aber die Polizei ist jetzt drinnen und es ist, man darf nicht rein, man darf nicht raus. Mal schauen, ob wir trotzdem irgendwie reinkommen. Sergeant Mouet blockierte den Eingang der Galerie. Mouet war der Typ Polizist, der durch Gehorsam vorankommt, nicht durch Intelligenz. Oh, okay. Sergeant Mouet, so sieht man sich wieder. Ah, Madame Collard, welch unerwartetes Vergnügen. Ich war in der Galerie zur Zeit des Diebstahls. Kann ich wieder rein? Tut mir leid. Ich habe strikte Anweisungen von Inspektor Navette. Keiner kommt rein, keiner geht raus. Und ich muss Sie korrigieren, Madame. Es handelt sich nicht mehr um Diebstahl, sondern um Mord. Mon Dieu, der arme Mann. Ja, blöd. Also dann schauen wir mal, vielleicht können wir ihn doch irgendwie Ich war überzeugen. Zeugin des Verbrechens. Ich muss wieder da rein. Sie können sicher Ihre Aussage machen. Alles zu seiner Zeit. Ich habe den Dieb gesehen. Das könnte bei den Ermittlungen helfen. Ich habe Nein gesagt, Madame Collard. Alles klar. Wer ist Inspektor Navette? Ah, der vielversprechendste junge Ermittler, den wir haben. Ein Genie, ein Mann von beinahe übermenschlichem Gespür. Hört sich an wie ein verschmitztes Kerlchen. Madame, Mutmaßungen über die Transpiration des Inspektors sind momentan fehl am Platze. Er löst gerade seinen dritten Fall in ebenso vielen Tagen. Und was hat er, was andere Ermittler nicht haben? Gespür für Blutspüren. Er ist Experte darin. Er liest in den Eingeweiden des Verbrechens wie in einem Buch. Alles klar. Ich finde, er hat in der letzten Folge nicht so kompetent gewirkt, aber okay. Ich bin dem Schützen hinterher und habe ein Foto gemacht. Inspektor Navette wird begeistert sein. Lassen Sie mich in die Galerie. Ich muss es ihm zeigen. Auf gar keinen Fall. Also, ohne Inspektor Navettes Erlaubnis darf ich nicht da rein? Nein. Und Inspektor Navettes Erlaubnis bekomme ich nur da drin? Exactement. Sagt Ihnen der Name Kafka etwas, Sergeant Mouet? Madame Collard. Ich weiß nicht, warum Sie mir jetzt mit Fußballspielern kommen. Nein, er ist... Ach, was soll's. Ach Mensch, der wirkt echt nicht so klug. Hier, mein Presseausweis. Hätten Sie eine Erklärung für die Zeitung? Ja, Madame. Bleiben Sie vom Tatort weg und lassen Sie die Polizei Ihre Arbeit machen. Und lassen Sie immer Licht brennen, wenn Sie nachts ausgehen. Guter Tipp, danke schön. Vielen Dank, Sergeant Mouy. Sie haben mir sehr geholfen. Naja, kann ich irgendwie reinschauen? Die Leiche war immer noch da drin. Ich musste wieder rein. Ja, Pech gehabt. Okay. Es war ein Büro. Der Raum war voll mit sonderbarem Plunder. Oh, schade, können wir nicht. Fenster ist nicht offen, scheinbar. Schade. Das Pissoir war ebenso dekorativ wie unangenehm. Oh, also. Der George hatte sich drüber gefreut über das Pissoir. Ah, le Metro. Komm, lass ich gehen. Ich würde nicht gehen, ohne mich mit George besprochen zu haben. Na gut. Schauen wir uns mal weiter um. Können wir nicht weitergehen? Mal schauen, ob ihr das Fenster auch so gut gefällt wie im George. Ein Buntglasfenster mit einem komplexen Muster, so wie es Touristen lieben. Scheinbar nicht.
Madame? Bonjour, Monsieur. Was immer Sie wollen, wir haben geschlossen. Und warum stehen Sie dann hier? Das würden Sie nicht verstehen, Madame. Probieren Sie es aus. Ich brauche Sie nur anzusehen und weiß, Sie sind wie all die anderen. Die anderen? Die hübschen Frauen, die shoppen gehen, die tratschen, die sich Verwöhntage gönnen und Mandelcroissants. So schlimm, ja? Und die Männer mit ihren Pflegeprodukten und ihren gewinnerten Schuhen und ihren schmalen Anzügen. Sie kommen in mein Café und bestellen... Nein. Lattes, Macchiatos, Frappés. Ich weiß, was Sie meinen. Schrecklich. Sind wir dafür auf die Barrikaden gegangen, Madame? Haben wir dafür das Pflaster aufgerissen? Unser Blut vergossen? Nicht? Nein, Madame, dafür nicht. Wir haben für Ideen gekämpft. Für die Philosophie, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Vive la Revolution! Und wissen Sie, was uns im Kampf beflügelt hat? Was uns antrieb in jenem glorreichen Pariser Frühling? Was unseren Herzen Flügel verlieh? Billiger Wein und freie Liebe? Nein, Madame, nein! Der französische Café Noir hat uns inspiriert. Die simple Demi-Tasse, der schwarze, süße Geschmack der Freiheit. Und deswegen haben Sie geschlossen? Ja, Madame. Ich bediene nur Denker, Philosophen, Revolutionäre. Und Sie, Madame, mit Ihrem netten Top und Ihren spitzen Absätzen, sind nichts dergleichen. Das ist doch ein Café. Ja, für die richtigen Leute. An jedem anderen Tag hätte ich diesem Typen sofort eine reingehauen. Aber er konnte mir vielleicht helfen, in die Galerie zu kommen. Also, das ist ja echt ein unfreundlicher. Was ist los mit dem? Vor allem, die Nico ist doch eigentlich eine ganz hübsche. Der soll sich nicht so haben. Paris sah wie immer wunderschön aus. Da hat sie recht. Na gut, probieren wir. Betrachten wir ihn erstmal. Der Kellner kümmerte sich mit kaum verhohlener Verachtung um seine Tische. Monsieur? Das Leben ist kurz, Madame. Der Sand der Zeit rinnt Ihnen durch die Finger. Ja, kann schon sein, aber... Wir wissen nicht, was wir wollen. Und doch sind wir verantwortlich für das, was wir sind. Es ist ein Verbrechen geschehen. Das ist schrecklich, Madame. Aber Sie wissen ja, was man sagt. Nein, aber Sie werden es mir sicher gleich erzählen. Das menschliche Leben beginnt jenseits der Verzweiflung. C'est vrai, non? Ja, schon klar. Er trieb mich an den Rand der Verzweiflung. Während der Unruhen kämpften wir gegen die Mächte der Unterdrückung. Oh, wirklich? Das war sicher ganz furchtbar. Oh ja! Nur musste ich leider mit den anderen Baristas hinter den Barrikaden bleiben. Wir kochten literweise Kaffee für den Widerstand. So viel Kaffee habe ich noch nie gekocht. Natürlich mussten unsere tapferen Helden dann ständig pinkeln. Aber dank unserem Kaffee haben sie die ganze Nacht gegen diese Speichellecker gekämpft. Nichts von all dem half mir, an Sergeant Mouet vorbeizukommen. Au revoir. Ja, tschüss. Ich würde mich auch nicht gern länger mit dem unterhalten, um ehrlich zu sein. Können wir nochmal mit dem anderen reden? Ich will nicht mehr mit dem Kellner reden, der ist ein Arsch. Wir ja eigentlich schon. Ich muss dringend in die Galerie und mit Inspektor Navette sprechen. Tschüss. Er darf jetzt nicht gestört werden. Er wendet seine berühmten wissenschaftlichen Methoden an. Der Fall dürfte jeden Moment gelöst sein. Zumindest hoffe ich das. Ich bin unmüde und möchte nach Hause.
zum Verrücktwerden. Sergeant Mouy wollte mich nicht reinlassen. Oh. Ah, aber scheinbar ist er müde. Vielleicht können wir ihm dann einen Kaffee geben, aber der Kellner will uns ja nicht bedienen. Ja, mal schauen. Weshalb sind Sie so müde, Sergeant Mouy? Ich habe 3 Tage ohne Pause durchgearbeitet. Navette ist ein Genie auf seinem Gebiet. Und er denkt, wir alle hätten seine Kraft und Energie. Ach, Sie Ärmster. Wenn Sie sich etwas aufs Ohr hauen möchten, bewache ich die Tür für Sie. Sie sind sehr rücksichtsvoll. Aha. Schlauer Versuch, mich zum Desertieren zu bringen, Madame. Ein Gendarm verlässt seinen Posten nie. Vielleicht etwas Heißes zu trinken? Das wäre gewiss sehr schön. Aber leider darf ich nicht trinken im Dienst. Mein Arzt hat mir ausdrücklich davon abgeraten nach dem letzten Zwischenfall. Was ist denn passiert? Sie sagten was von einem Zwischenfall. Was war denn da? Ich will nicht darüber reden. Ich kann nur sagen, es war sehr misslich. Ich bin im Dienst und muss mich konzentrieren. Oh Mann. Sergeant Mouy könnte eine dieser tollen Tassen Kaffee brauchen. Vielen Dank, Sergeant Mouy. Sie haben mir sehr geholfen. Alles klar. Haben wir irgendwas im Inventar? Wir haben den Presseausweis. Mein Presseausweis. Er öffnete einige Türen, aber nicht so viele, wie ich mir gewünscht hätte. Wir haben ihr Handy. Wer ist denn Ronnie? Wir telefonieren mal mit ihm. Ronnie, ich bin in der Ausstellung in Montmartre. Du ahnst nicht, was ich für einen Knüller habe. Ein Gemälde wurde geraubt und der Galeriebesitzer erschossen. Was? Okay, sprich mit jedem, der was gesehen hat. Lichte alles ab. Und ruf mich an, sobald du eine Story hast. Wenn du schnell bist, schaffen wir es in die Abendausgabe. Bis dann, Nicole. Das konnte die Story sein, auf die ich seit Jahren gewartet hatte. Alles klar. Ups, wollte ich gar nicht. Ich wollte noch mal ins Inventar und versuche, den George anzurufen. Vielleicht können wir ja telefonieren. Hi, George. Ich stehe vor der Galerie. Gott sei Dank bist du okay, Nico. Ich habe versucht anzurufen, kam aber nicht durch. Inspektor Mouy ist hier draußen und lässt mich nicht rein. Ich habe ein paar Fotos geschossen, aber der Typ ist abgehauen. Ich weiß. Aber warum nur? Das versuche ich herauszufinden. An der Alarmanlage ist rumgespielt worden. Sieht für mich wie ein Insider-Job aus. Also nicht der übliche Raub. Und nicht das übliche Gemälde. Der Priester behauptet, La Malediktio sei böse. Ich muss in das Büro nachsehen, was die Überwachungskamera zeigt. Vielleicht könntest du mir helfen, wenn du wieder drin bist. Ja, sag nicht mal Tschüss. Na gut, aber scheinbar müssen wir ja irgendwie einen Kaffee organisieren. So, ich muss ja nah genug dran, damit der Herr auch rauskommt. So. Monsieur? Der Weg zur Erleuchtung ist lang, Madame. Vielleicht werden Sie ihn mit mir gemeinsam gehen? Nein. Au revoir. Au revoir, so ein Arsch. Ich mag ihn echt überhaupt nicht. Hier, mein Presseausweis. Hier, ein bisschen angeben. La Liberté! Okay. Madame, Sie sind nicht das, wofür ich Sie gehalten hatte. Bitte nehmen Sie meine ärztliche, tief empfundene Entschuldigung an. Aber ja, ich nehme an. Weswegen? La Liberté, die große Zeitung der Freiheit. Im dichtesten Kampfgetümmel zwischen all dem Tränengas und dem Blut
Da trug La Liberté die Stimme unserer Revolution hinaus in die Welt. Ich weiß jetzt, dass Sie nicht so eine sind. Sie bestellen bestimmt keine Mandelcroissant. Sie sind eine wahre Tochter Frankreichs. Und ich bin Ihr ergebener Diener. Also ich hätte jetzt schon Lust auf so ein Mandelcroissant. Dann bin ich wohl so eine und bin nicht so cool wie Nico. Der Kellner kümmerte sich um seine Tische. Naja. Monsieur? Madame? Können wir mal kurz reden? Jederzeit, Madame. Haben Sie mitbekommen, ob vorhin in der Galerie etwas passiert ist? Ich habe Sie hinter einem Pizzalieferanten herlaufen sehen. Es hieß, er habe jemanden getötet. Das stimmt. Er hat ein Gemälde gestohlen und den Galeristen erschossen. Wie nah wir dem Tode sind und doch so weit davon entfernt, ihn jemals zu begreifen. Tja, ich muss unbedingt wieder da rein und herausfinden, was passiert ist. Sehr lobenswert, Madame. Die Wahrheit zu suchen ist ein nobles Unterfangen. Es ist meine Pflicht als Journalistin. Ja, sagt er da jetzt was Neues dazu? Der Kellner brauchte meinen Presseausweis nicht noch einmal zu sehen. Entschuldigung. Wie wär's mit einem Kaffee? Für Sie, Madame, natürlich. Ich kann Ihnen nur eine Art Kaffee servieren. Schwarz, stark, in einer winzigen Tasse. Einen Moment. Okay. Hier ist Ihr Kaffee, Madame. Danke. Vielen Dank, Monsieur. Hey, wieso trinkst du den? Der Kaffee war heiß und stark. Okay. Ah ja, Kaffee zum Mitnehmen. Machen Sie mir einen Kaffee zum Mitnehmen? Für eine Revolutionsgenossin? Sehr gern, Madame. Einen Moment. Aber gut, dass sie erst den Kaffee trinkt, bevor sie gleich nach einem Kaffee zum Mitnehmen fragt, was wir ja eigentlich brauchen. Naja. Hier ist Ihr Kaffee zum Mitnehmen, Madame. Dankeschön. Vielen Dank, Monsieur. Ich hoffe, den trinkt sie nicht auch noch. Nein, sie steckt ihn in den Mantel. Tschüss. Aber ist ja eindeutig, für wen wir den Kaffee jetzt brauchen. So, zack. Sergent Mouet, ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. Kaffee? Fantastisch. Kann ich gut gebrauchen. Warten Sie, ich darf nicht. Mein kleines Problem. Ein kleines Tässchen kann ja wohl nicht schaden. Sehr verlockend, Madame, aber ich kann's nicht riskieren. Leider. Dieser Zwischenfall, es ging um Sie, etwas Kaffee und Ihr kleines Problem? Es war ein Trauerspiel, Madame. Ich bin ganz Ohr, Sergeant. Nun, Sie wirken recht verständnisvoll. Ich verrate es Ihnen. Wie schön. Ich war zur Bewachung des Präsidentenhundes persönlich eingeteilt. Eines Tages, en vacances, hatte der Präsident ein Privatgespräch mit einer Ministerin. Ich blieb bei seinem Hund. Zum Wachbleiben hatte ich Kaffee getrunken und verspürte nun ein gewisses Bedürfnis. Also band ich den Hund an einen Baum und schlug mich in die Büsche. Als ich zurückkam, ertappte ich den Hund bei einer Liaison dangereuse mit dem Terrier der Ministerin. Aber wie ist das rausgekommen? Nun, 2 Monate später brachte der Labrador des Präsidenten 6 prächtige Bastarde zur Welt. Und ich wurde degradiert zum Sergeanten, gleich nach der Scheidung des Präsidenten. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, Sergeant. Ja? Finden Sie? Aber natürlich. Sie wussten, Sie durften nicht auf Posten einschlafen. Sie bewachten doch den Präsidenten. Nun ja, eher seinen Hund. Ach,
Das war doch das Gleiche. Tja, wohl schon. Und indem sie Kaffee tranken, brachten sie unserer ruhmreichen Republik das größte Opfer dar. Ihre Karriere. Jetzt, wo Sie das so sagen? Und nun spricht die Grande Nation erneut zu Ihnen. Trinken Sie, Sergent Mouy, trinken Sie, flüstert sie. Tut sie? Tut sie. Trinken oder auf Posten einschlafen? Was denken Sie? Ich denke, ich werde trinken. Bravo, Sergent. Sehr gut. Oh weh. Oh weh. Wenn Sie entschuldigen, Madame, ich muss mal für kleine Gendarmen. Das Zeug ist einfach durchgerauscht. Bewachen Sie den Galerieeingang für mich? Na klar. Oh, seien Sie unbesorgt, Sergeant. Ich hatte Moe abgelenkt. Also, jetzt oder nie. Wie sind Sie an Sergeant Mouet vorbeigekommen? Nun, ich bin nicht so leichtgläubig, Madame. Ich werde Sie später verirren. Nico, bin ich froh, dich zu sehen. Und wo liegt das Problem? Der Inspektor beobachtet mich mit Argusaugen. Ohne Ablenkung komme ich da nicht rein. Ich sehe mal, was sich machen lässt. So, jetzt haben wir es endlich in die Galerie geschafft. Und jetzt sind Nico und George auch wieder vereint. Aber die 20 Minuten sind schon wieder vorbei. Ich freue mich schon, mit euch weiter zu spielen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!